Vielen herzlichen Dank. Dem glanzvollen Erzählwerk wird der Leser mit Bewunderung folgen. So titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung über die Memoiren von Robert Schopflocher. Weit von wo hat er sie überschrieben? Er ist 88 Jahre alt und fühlt sich immer noch als Reisender zwischen den Welten. Deutschland, Argentinien und der jüdische Glaube, das sind die drei Heimaten des Robert Schopflocher. Zur Lesung ins fränkische Fürth kommen viele Menschen, um ihn zu sehen und zu hören. Den Mann, der seit über 70 Jahren in Südamerika wohnt, im fernen Argentinien. Drei Jahre zuvor ist Robert Schopflocher ebenfalls in Fürth. Im Stadttheater wird er 2008 mit einem der bedeutenden deutschen Literaturpreise geehrt, dem Jakob-Wassermann-Preis der Stadt Fürth. Es ist kein Zufall, dass es ihn immer wieder nach Fürth zieht, denn die Stadt hat tiefe Spuren bei ihm hinterlassen und er auch einige in der Stadt. Spuren, die Jahrzehnte zurückliegen. Das ist jetzt her. 77 Jahre ungefähr, da war ich vielleicht 5, 6 Jahre und bekam mein erstes Taschenmesser. Und ich hatte nichts Besseres zu tun, als an diesem Türrahmen auszuprobieren, ob es auch wirklich schneidet. Ach, da ist es ja. Salve. Das waren meine ersten Leseübungen. Das habe ich buchstabiert, als ich 6 Jahre alt war, aus der Maischule kam. S-A-L-V-E, habe ich aber nicht verstanden, was das zu bedeuten hat. Ich habe es nicht vergessen, das Salve, da ist es immer noch. Das Fürther Rathaus mit seinem Turm, der in meinen Träumen immer noch existiert, meine Heimat. Robert Schopflocher kann Fürth nicht vergessen, träumt von der Stadt, die einst seine Heimat war. Dabei lebt er seit über 70 Jahren in Argentinien in der Millionenstadt Buenos Aires. Hier lebt er als einer der renommiertesten Schriftsteller Südamerikas. Er hat spanische Bücher und Theaterstücke geschrieben und in diesem fernen Land hat er auch seine Familie gegründet. Hier lebt er mit seiner Frau, mit seinen 2 Söhnen, 5 Enkelkindern und 3 Urenkeln. Der über 80-Jährige arbeitet fast jeden Tag an seinen Texten. Er schreibt über Menschen, über ihre Schicksale, über ihren Alltag. Er erzählt aus Dörfern und kleinen Städtchen, aus jüdischen Siedlungen auf dem Land. Seine Geschichten sind manchmal düster, gehen oft auch traurig aus. Für seine Erzählbände und Theaterstücke bekam er viele Auszeichnungen. Sein erstes Buch Fuego Fatuo ist 1980 erschienen. In ihm hat er auch 10 seiner Holzschnitte veröffentlicht. Ich muss sagen, dass ich heute mich glücklicher fühle, ausgeglichener fühle, irgendwie harmonischer, wenn ich vielleicht das richtige Wort, als jüngerer Mensch. Wenn ich heute wieder Holz schneiden würde, würden die Menschen wahrscheinlich glücklicher aussehen, als sie es damals taten. Melancholie und Zerrissenheit auch in seinen frühen Ölgemälden. Auch in ihnen spürt man den Wanderer zwischen den Welten. Robert Schopflocher schreibt seine Erzählungen auf Spanisch bis 1998. Da merkte ich, dass ich wie eine Schicht, eine obere Schicht abzog, die des Spanischen nämlich, und der Urtext meiner Muttersprache zum Vorschein kam. Seitdem schreibt er ausschließlich auf Deutsch. Erinnerungen, Erzählungen, Romane und Buchrezensionen in wichtigen deutschsprachigen Zeitungen wie der Spiegel, die Zeit oder der Neuen Züricher Zeitung.
Ja, also ich fühle mich absolut als vom kulturellen Standpunkt aus ganz Deutschland zugehörig, aber hundertprozentig. Was die Musik, wenn Sie meine Plattensammlung angucken, von Schubert bis Hindemith, was weiß ich, also jedenfalls auch noch weiter zurück, von Haydn oder von Bach bis zu, also ganz europäisch. Und auch wenn Sie meine Bücher, heute ist es ja schon fast eine Schande zu sagen, dass man den Thomas Mann liebt, aber ich liebe ihn halt trotzdem. Und ich liebe die Gedichte von Goethe und von Schiller und von Mörike und von Hermann Hesse. Brecht einiges, nicht alles. Also durchaus, durchaus. Ich meine, bei meinen argentinischen Bekannten werde ich als hundertprozentiger steifer Deutscher dargestellt, mit allen Vor- und allen Nachteilen. Pünktlichkeit auf der einen Seite, Dickschädlichkeit auf der anderen Seite. Ich bin für die ein hundertprozentiger Deutscher. Ne? Dass sie nicht sagen, gleich Nazi, das fehlt gerade noch. Nein, ein Nazi ist er ganz gewiss nicht. Hitler und die Nationalsozialisten haben ganz im Gegenteil sein Leben und Schicksal bestimmt. Er kommt 1923 im fränkischen Fürth auf die Welt, wird in eine urdeutsche Familie geboren. Die Schopflochers gehören zur großen liberalen jüdischen Gemeinde Fürth. Sie leben am Fürther Prachtboulevard Tür an Tür mit ihren christlichen Nachbarn. Der Vater ist in der Freimaurerloge. An Weihnachten stehen Tannenbaum und Chanukka-Leuchter einträchtig nebeneinander. Die Schopflochers sind wohlhabend. Sie verdienen ihr Geld in einer für Fürth typischen Branche. Sie betreiben eine Fabrik für Bronzefarben und Aluminiumpulver in Rana, am Rande der fränkischen Schweiz. Robert Schopflocher geht in die städtische Maischule, dann voller Stolz aufs humanistische Gymnasium. Aber seine Freude währt kurz, denn nach wenigen Monaten 1933, nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, sind Juden dort nicht mehr geduldet. Die Eltern wollen das Kind schützen, schicken ihn in das Landschulheim in Herlingen bei Ulm. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber ist der Mentor. Es ist eine jüdische Oase des Friedens inmitten des Terrors. Hier bleibt Robert, bis auch die Mutter mit ihm und dem jüngeren Bruder 1937 ausreisen darf. Nach Argentinien, wo der Vater schon wartet. Noch einige Leute auch. Ich würde dem verdanken, mit meiner Familie, dass wir rechtzeitig auswandern konnten. Die haben meinem Vater nach Argentinien ihre Repräsentanz, wie das damals hieß, ihre Vertretung gegeben, sodass mein Vater nachweisen konnte, dass er nicht ein Schädling der deutschen Wirtschaft sei, sondern ganz im Gegenteil, indem er die deutschen Erzeugnisse, die Fürther Erzeugnisse in Argentinien an den Mann brachte, doch in Wirklichkeit ein nützliches Element sein würde. Und so kam dann die Familie nach Argentinien. Die Schopflochers gehen in die Hauptstadt nach Buenos Aires, wo Robert die deutsche Pestalozzi-Schule besucht. Später schicken ihn die Eltern zunächst auf eine Schule für Landwirtschaft und danach auch zu einem Studium der Agronomie. Sie glaubten, das sei eben die Zukunft des Landes. Sie vergaßen aber, dass ein Emigrant, und schließlich waren meine Eltern Emigranten, nicht das nötige Kleingeld haben, um dann ihrem studierten Sohn die Estancia zu kaufen, wo er dann seine Kenntnisse anwenden kann. Er schreibt ein erfolgreiches Fachbuch über Hühnerzucht und kommt dann als Verwalter einer Landwirtschaftssiedlung nach Avictor, einer der Siedlungen, die der jüdische Baron Moritz von Hirsch kurz vor 1900 zur Rettung verfolgter russischer Juden gründet. Geschätzte 50.000 Menschen finden hier ein neues Zuhause. In Avictor lernte die mit ihren Eltern aus Bremen emigrierte jüdische Siedlertochter die Psychologin Ruth de Levy kennen. Die beiden heiraten. Anfang der 50er Jahre beenden sie aber das Leben in der argentinischen Pampa und gehen zurück in die Großstadt nach Buenos Aires. Als ich allerdings nach Buenos Aires kam, ein geborener Kaufmann bin ich auch nicht. Ich habe immer dann, zwar habe ich im Geschäft meines Vaters gearbeitet, Import von Chemikalien und so weiter, aber nebenher habe ich mich doch immer um andere Dinge, um geistige Dinge gewidmet. Ich besuchte dann zuerst Literaturkurse, bis ich dann einen weiteren Sprung machte
und mich der Malerei widmete. Spät findet er also seine eigentliche Berufung, arbeitet sein Leben auch in seinen Holzschnitten, Ölbildern und Büchern auf. Seine Söhne schickt er ebenfalls auf die deutsche Pestalozzi-Schule. Er will, dass sie die Sprache können, und er nutzt jede Gelegenheit, Söhne und Enkel nach Fürth zurückzubringen. Und hier ist es, Mangel. Mit Manuel, seinem jüngeren Sohn, und seinem Enkel Ezekiel auf dem jüdischen Friedhof in Fürth, wo der Großvater und andere Ahnen beerdigt sind. Das hier, guck her. Kannst du es lesen? Ja. Die Sachsopfer. Dein Urgroßvater. Das ist ein bisschen Platz. Das passiert doch. Nein, da gibt es aber keinen Stein. Nein, komm, gehen wir etwas. Ihr beide dürft sein. Ja. So. Gleich neben den Gräbern die alte jüdische Leichenhalle mit allen Namen der Fürther Juden, die im Holocaust ums Leben kamen. Urgroßvater, dass er rechtzeitig nach Argentinien ausgewandert ist, dass wir eine Familie gründen konnten, dass dein Vater geboren wurde, dass du geboren wurdest. Das war großes Glück, das wir hatten. Ein Glück, das viele andere leider nicht hatten. Die Halle muss dringend renoviert werden. Die Fürther veranstalten am Ankunftstag des Schopflochers einen Benefizabend dafür. Robert Schopflocher macht selbstverständlich mit. Es berührt ihn aus vielen Gründen. Ich muss gestehen, es bewegt mich tief, dass ich heute in diesem Saal zu Ihnen reden darf. Denn ich empfinde mich als einer der letzten noch lebenden Vertreter jener Generation deutscher Juden oder jüdischer Deutsche, wenn Sie so wollen, die in der Zeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und den Inflationsjahren 1923 in Fürth das Licht der Welt erblickten, natürlich im Nathanstift. Doch damit nicht genug. Zu den vielen Kindheitseindrücken, die mich persönlichkeitsprägend mit meiner Heimatstadt Fürth verbinden, gehört auch die Tatsache, dass meine im Klavierspiel und Gesang ausgebildete Mutter vor nunmehr 75 Jahren in diesem Beroldsheimer Janum Schubert, Brahms und Hugo Wolf Lieder vortrug vor einem Publikum, von dem kaum jemand die Katastrophe voraussah, die Europa nur wenige Jahre später heimsuchen sollte. Höchstens einige besonders empfängliche Gemüter verspürten vielleicht ein sachtes Beben unter den Füßen, ein Gefühl, dem sie keine Beachtung schenken wollten. Nicht zuletzt aber ist es das ganz besondere Verhältnis, das mich mit dem Objekt und Anlass dieser Veranstaltung verbindet, mit der Renovierung eines historischen Gebäudes auf dem jüdischen Friedhof, das auf diese Weise zum Symbol jenes Geistes der Toleranz und des Humanismus erhoben wird, der führt seit vielen Jahrhunderten, wenn auch mit einer 12-jährigen mörderisch bösen Zäsur, auszuzeichnen pflegte. Diese Beziehung zum jüdischen Friedhof, bei uns Juden verhüllend als der gute Ort bezeichnet, ist eine ganz besondere für mich. Denn nicht allein, dass mir mein Vater als kleines Kind mit heute nur schwer nachvollziehbarem Stolz das dort befindliche Denkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen Fürther Juden zeigte und erläuterte, sondern dort befindet sich eine ganze Anzahl von Grabsteinen, die den Familiennamen Schopflocher tragen. Unter anderem der meines Großvaters Isaac. Die Goldbuchstaben der Inschrift wurden nach Kriegsende von Konrad Kurz renoviert, einem der treuen Freunde meines Vators. Die erwähnte Geste von Herrn Kurz ist typisch für die aufrechte Haltung so vieler Fürther, die ihren jüdischen Mitbürgern in der Zeit des Irrsinns die Treue hielten. So etwa, um nur ein weiteres Beispiel von vielen zu nennen,
Dr. Heinrich Meyer, der 1938 nach der Reichspogromnacht ostentativ meine alleinstehende Großmutter Sabine besuchte. All dies, verehrte Damen und Herren, sowie die Tatsache, dass Sie heute in diesem Saal zusammenkamen,